der Küche des Küchengartens. Heute wollen wir wieder gemeinsam backen. Und zwar habe ich ein ganz tolles Rezept von euch von würzigen, knusprigen, gefüllten Brotstangerln. Herrlich zum so knuspern als Snack oder als Beilage. Ich selbst werde es als Beilage nutzen für unser Mittagessen heute. Und zwar ist das ein herzhafter, vollmundiger Gemüseeintopf. Und mein lieber Mann, also meine bessere Hälfte, wird verkosten, wie ihm diese Kreation, dieses Brotstangerl schmeckt. Außerdem gibt es für dieses Brot eine Rezeptkarte, wo ihr sie herunterladen könnt, verlinke ich euch unter dem Video. Somit habt ihr meine Rezepte immer griffbereit zum Nachbacken. Die Zutaten für dieses Rezept sind 400 Gramm Dinkelvollmehl, 300 Gramm Dinkelmehl, 3 Achtel Liter lauwarmes Wasser, 2 Teelöffel Salz und ein Päckchen Trockenhefe. Zuerst mischt man die verschiedenen Mehlsorten in einer viel größeren Schüssel miteinander, gibt das Salz dazu, dann die Trockenhefe und nun wird alles besonders gut durchgemischt. Als nächstes macht ihr eine Kuhle in dieses Mehlgemisch und in diese Kuhle schüttet ihr dann das lauwarme Wasser. Mit einer Gabel vermischt ihr nun von außen nach innen das Mehl in Etappen mit dem Wasser, bis ein klumpiger Teig entsteht. Jetzt kommt der ganze Spaß an der Sache, und zwar schüttet ihr die Masse auf die Arbeitsfläche und fangt an, richtig herzhaft durchzukneten. Wenn der Teig zu feucht ist, immer etwas Mehl drüber und weiter kneten, bis sich ein schöner, glasiger, fester, elastischer Teig bildet, der nicht mehr klebt. Dann kommt der Teig zurück in die bemehlte Schüssel, Deckel drauf und für mindestens eine Stunde rasten lassen. Während der Teig rastet, gehe ich hinaus in den Garten und pflücke mir eine wunderbar frische Handvoll Basilikum. Der ist nämlich gerade richtig großartig am Wuchern und am Wachsen. Es gibt nichts Schöneres als den Duft von frischem Basilikum zwischen den Fingern. Die Menge kommt ganz auf euren eigenen Gusto an. Wenn ihr den Geschmack mögt, ruhig mehr verwenden. Ihr könnt natürlich auch getrockneten Basilikum verwenden. Ist das nicht herrlich? Wunderbar! Dann wird der Basilikum gewaschen, gezupft und anschließend fein gehackt. Natürlich könnt ihr den auch in größeren Stückchen lassen. Das ist wie gesagt wieder euer eigener Gusto. Nach circa einer Stunde schaut ihr am besten mal in den Topf hinein, ob der Teig schön aufgegangen ist. Ja, das schaut genial aus. Also können wir getrost weitermachen. Zuerst die Arbeitsfläche wieder etwas bemehlen, den Teig kurz und rassig durchkneten. Anschließend formt ihr eine Rolle und von der stecht ihr kleine Teigstücke ab, die ihr dann zu Kugeln formt und mit einem Nudelholz kleine ovale Teigstücke ausrollt. Für die Füllung brauchen wir Olivenöl, Basilikum und Schafkäse und dann auch noch einen Pinsel zum Bestreichen. Zuerst bestreicht ihr die Teigstücke innen mit Olivenöl und belegt sie dann mit Schafkäse und Basilikum und danach rollt ihr sie zu einem Brotröllchen ein. Am Ende noch zudrücken oder umklappen. Ich habe beides probiert. Das ist auch nach dem eigenen Gusto, wie man es gerne möchte. Einfach so, damit die Füllung nicht herausfällt. Noch schön in Form massieren. Und am Schluss alle Röllchen nochmal gründlich mit Olivenöl bestreichen. Anschließend noch einmal circa eine halbe Stunde gehen lassen. Nach der Rastzeit kommen sie dann bei 240 Grad
für 20 bis 25 Minuten in die untere Hälfte des Backofens. Und ich sag euch, da kam ein Duft heraus. Großartig! Und schaut euch diese herrliche Färbung an. Der Gemüseeintopf war mittlerweile auch fertig. Da habe ich alle restlichen Gemüse, die ich im Garten noch so ernten konnte, hineingeworfen, wie Fenchel, Kürbis, Karotten, Ingwer und dann auch noch mit Kräutern oben abgeschmeckt. Herrlich! Mein Mann hatte schon richtig großen Hunger, weil es schon die ganze Zeit so super geduftet hat. Und das Brötchen ließ ihm gleich das Wasser im Mund zusammenlaufen. Es war schön knusprig und reichhaltig gefüllt. Ja, das hat geschmeckt. Probiert dieses Rezept unbedingt aus. Es ist absolut traumhaft und wieder eine gute Möglichkeit, die Masse von Basilikum, die wir jetzt im Herbst haben, sinnvoll frisch zu verbacken. Schön, dass ihr bei meinem heutigen Video wieder mit dabei wart. Vergesst nicht, euch die Rezeptkarte herunterzuladen. Den Link dazu gibt es unter dem Video in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal hier im Küchengarten.